Ich bin Betriebswirt und arbeite seit längerem als Geschäftsführer eines Zeitarbeitsunternehmens. Unser Portfolio ist klassisch Arbeitnehmerüberlassung, in den letzten Jahren verstärkt durch die Personalvermittlung. Ich bin verantwortlich für die Strategie, für die Planung, für die Betreuung der Standorte, für die Finanzen. Wir helfen in erster Linie Mittelstandskunden bei ihren Personalproblemen, sowohl in der Personalbeschaffung wie auch im Recruiting, auch in der letzten Zeit verstärkt Lösungen im Equal Pay. Viele unserer Kunden aus dem Mittelstand haben keine eigene Recruiting-Abteilung, sind in den Prozessen doch sehr langsam. Wir unterstützen die da bei dem Bewerbermanagement, bei der anschließenden Personalauswahl. Ich komme ursprünglich aus der Gastronomie, bin dann vor über 20 Jahren in Personaldienstleistung gegangen, habe dann seit mehr als 20 Jahren dann bei zwei führenden spezialisierten Zeitarbeitsunternehmen gearbeitet. Seit 1. Juni letzten Jahres bin ich Geschäftsführer bei Pink. Pink gibt es seit über 10 Jahren, ist ein Unternehmen, welches in OWL gegründet worden ist, mittlerweile drei Standorte hat und doch letztendlich das gesamte Portfolio der Zeitarbeit, sagen wir, zur Verfügung stellt. Wir sind sicherlich schon auf morgen drauf eingestellt. Wir sind sehr modern, wir haben digitale Dokumentenmanagementsystem, wir haben ganz moderne Recruiting-Software und Tools, wir haben einen sehr großen Zentralisierungsgrad und können dann auch sehr schnell dadurch reagieren, unterscheiden uns da sicherlich schon von Mitbewerbern. Wir telefonieren schon Voice-over-IP, wir sind an sich für die digitale Zeitarbeit 4.0, würde ich das nennen, schon gerüstet. An sich bin ich durch und durch Dienstleister und sehe uns auch als Wertschöpfungspartner unserer Kunden. Wir versuchen trotzdem den Mensch auch noch im Vordergrund zu stellen. Und nur wenn man gut mit Menschen arbeitet, wird man auch erfolgreich sein.